So, damit willkommen zurück. Ja, so bin ich halt, Lexian. Das ist so. So bin ich. Ich denke immer an andere. Auch wenn ich das manchmal viel zu oft tue, denke ich immer viel lieber an andere als wie an mich selber. Leider, ist leider so. Aber ich mach's ja gerne. So. Ich glaube, da müssen wir mal hin. Gucken wir mal. Ein X markiert die Stelle. Halt! Autorisiertes Personal only. Mhm. Personal ist aber ganz schön geschrumpft, finde ich. Naja. Hey, da gibt's Bolzen, aber wir können keine mehr tragen. Naja. So. Lalalala. Ich freue mich schon auf Soma, was da so passiert. Bin ich echt gespannt. Sind Sie es? Ja, ich bin's. Ich muss einmal nach unten. Lalalala. Okay. Da wird mir ein bisschen schwindelig, wenn ich das mache. So. Und abspringen. Hey, Corvo. Ja. Ich bin Samuel. Ja, schön. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Ich denke schon. Ja, bringen Sie mich zum Hounds Pit Pub zurück. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Los geht's. Jetzt bin ich ja mal sehr, sehr gespannt, was unsere Mission sagt. Ob wir jemanden getötet haben. Wenn da steht ja, muss ich die Mission nochmal machen. So, Gegner eliminiert 2. Zivilisten eliminiert 0. Alarm ausgelöst. Wir haben 2, haben wir getötet? Aber allgemeiner Chaosfaktor ist niedrig. Wir haben 2 getötet. Eigentlich wollte ich gar keinen töten. Verdammt. Und wir haben auch noch die Knochenartefakte und die Runen vergessen. Mann, Mist. Sollen wir die Mission nochmal machen oder sollen wir weiterspielen? Das wurmt mich jetzt ein bisschen. Das würde ich gerne mal wissen von den 2 eliminierten Gegnern, ob da der Oberaufseher Campbell auch dabei gewesen ist. Hauptmann Körnhoff gerettet. Ja, das ist klar. Ich hätte mal gerne mal gewusst. Ich will mal weiter, ne? Genau, würde ich sagen, machen wir das weiter. Ist ja egal. Versuchen wir in der nächsten Mission dann gar keinen zu eliminieren. Prost zusammen zum Wohle. Immer noch Wasser aus einer braunen Flasche, ihr wisst es ja. Ne? So. Lalalala. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Cool. Erstmal die Maske abnehmen. Er lebt. Danke Ihnen, Corvo, danke. Natürlich. Ein guter Mensch. Eines Tages wird das beweisen. Kein Problem. Hier. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ah, das ist aber nicht nötig. Von einer meiner Tanten. 100 Münzen. Das ist aber lieb von dir. So. Dann wollen wir mal. Wenn ich das gerade richtig gehört habe, hat da gerade jemand rumgeschossen. Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Ja. Hoffentlich war der Oberaufseher nur der erste Schritt auf diesem Weg. Und wir müssen das Mädchen finden. Emily. Die Arme. Sie musste damals den Tod ihrer Mutter mit ansehen. Ich würde meinen, dass die Tochter einer Kaiserin mehr aushält, als sie glauben. Durchaus. Auf jeden Fall müssen wir die Basis des Lordregenten schwächen, um ihn zu bezwingen. Alles passt perfekt. Er kontrolliert die Stadtwache. Durch Campbell die geistliche Fraktion. Jemand finanziert das Militär. Und er hat die Mehrheit im Parlament. Ja, das ist mir bewusst. Meine Brüder kontrollieren die Stimmenmehrheit meiner Familie. Da liegt das Problem. Ich finde es interessant, dass die Untertitel ein bisschen anders formuliert sind, als wie sie reden. Finde ich total geil. So. Geschafft.
Jawohl. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Guten Abend, ja, Smirks. Zeit läuft uns davon. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Der ist nur am Saufen, ne? Das ist unglaublich. Das klingt gut. Ich könnte eine Ruhepause vertragen. Jetzt noch nicht. Es gibt noch ein paar Dinge zu erledigen. Ah, ich mach mal eine Ruhepause. Ist ganz gut. Wie groß aber auch die Hände von denen sind, ist ja auch faszinierend, ne? Voll so riesen Pranken so. Aber ich glaube, das haben die extra gemacht, damit es ein bisschen authentischer rüberkommt, so mit diesen Fingerbewegungen. Finde ich sehr, sehr cool. So, ja, mein Gott, Wahnsinn. Haben wir die erste Mission hinter uns. Jetzt geht's erstmal weiter. Weiter. Heiter, heiter. Hyper, hyper. Back in the UK. Hyper, hyper. So. Müssen wir mal gleich gucken, dass wir mal kurz die Knochenartefakte mal einsetzen. Und die Runen, die wir ja schon haben. Neues Ziel, informiere dich über deinen Weiner. Über meinen Weiner. So, nein. Da wollte ich hin. So, Kräfte, genau. So, wir können... Beherrschung erlaubt die kurzzeitige Übernahme von Tieren. Verlangsamt die Zeit. Klingt interessant. Nehmen wir das mal. So, drücke L2, um alles um dich herum für begrenzte Zeit oder bis du erneut L2 drückst, zu verlangsamen. In der zweiten Stufe wird die Zeit vollständig angehalten und Sicherheitsvorrichtungen bemerken dich nicht, solange die Wirkung anhält. Okay. Kostet 8 Runden. Ich habe nur noch 2. Das heißt, wir könnten unsere Nachtsicht, könnten wir nochmal ein bisschen aufstocken. Machen wir das mal. So, Stufe 2. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht selbstverursachte Geräusche sichtbar. Macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch sichtbar. Strategischer Hinweis. Okay, so, Knochenartefakte. Was haben wir denn hier noch? Ein erfolgreicher Fallangriff bringt dir etwas Mana zurück. Du kannst unter Wasser einen längeren Atem anhalten. Wenn du ein Schlüsselloch schaust, vergrößert sich deine Sicht. Voyeur. Das Geräusch von zerbrochenem Glas wird gedämpft. Du kannst etwas schneller schwimmen. Ein erfolgreicher Fallangriff gibt dir etwas... Ach, Flankenangriff. Gibt dir etwas Gesundheit. Schnelles Ausweichen. Gegner verfehlen dich häufiger mit Pfeilen und Bolzen. Das nehmen wir mal. So. Stealthmaster Flex. Hallo Mann, Bad, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Du gewinnst Schwertduelle häufiger. Will ich aber nicht. Nehmen wir Schaden durch Explosionen. Das können wir mal machen. Die Effekte von Kräften werden leicht verstärkt. Man of Steel, was in Flexia? Man of Steel in Flexia, ja. Chillakalle, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und auch an dich, Salapet. Schön, dass ihr da seid. Weiße Ratten greifen dich nicht an. Drei weiße Ratten auf unserem Dach. Drei weiße Ratten. Durch den Verzehr weißer Ratten erhältst du Mana zurück. Entschuldigung. Voyeur werde ich noch mitnehmen. Von gebrochenem von Glas wird gedämpft. Gute Lunge.
Unter Wasser, ja, mehr den Atem anhalten können wir mal nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Ratten nehmen soll. Ratten greifen dich. Weiße Ratten greifen dich. Ja, nehmen wir mal. Ob das dann auch für die anderen Ratten geht, ich weiß es nicht. Rattenjäger, wenn du Ratten tötest, steigt dein Adrenalin ein wenig an. Das nehmen wir. Ach komm, nehmen wir das auch mit den sanfte Berührung. So. Huch. Hallo. Boah, wieder am Stampfen ist, ne? Das hört sich mal an, wie als ob ich morgens aufstehe. Bum, 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 bum. Damit die Nachbarn auch hören, dass ich wach bin. La 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 la. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen weiten Meer mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nicht als Ach, siehste? Versteht sich. Ich muss mal mit dir reden. Calvo, mein ihr könnt später weiterreden. Tschüss. Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Ja, wäre schön. So, ich würde nämlich gerne ein paar Betäubungsbolzen sammeln. 10 Stück, um genau zu sein. Das andere brauchen wir nicht. Ambrospräzision verringert die Abweichung und erhöht die Zielgenauigkeit. Klingt supi. Ambros-Nachlader, Kampfbetäubungsbolzen. Die einschlafende Wirkung setzt selbst während des Kampfs unmittelbar ein. Was? Wollte doch er mit der Dame reden, oder Flexi? Ach so, ja, er wollte. Ja, ja, doch, doch. Ja, ja, aber kann er später machen. Ich glaube, das mit dem Armbrustbolzen fliegen schneller und weiter. Ich glaube, das mit den Präzisionen, das mache ich mal. Und die Kampfbetäubungsbolzen nehmen wir mal. So, was haben wir hier? Bolzenkapazität. Erhöht die Kapazität der Armbrustbolzen um 10. Insgesamt 20 dann. Ja. Machen wir. Und das nächste wäre dann auf 30. Machen wir auch. Und dann kaufen wir nämlich noch ein paar Bolzen. Nein, verdammt. Das gilt nur für die normalen. Shit. Jetzt habe ich mich verkauft. Verdammt. Ach, das geht. Achso, das gilt nur für die normalen Bolzen. Na toll. Ich dachte, man kann damit auch Betäubungsbolzen kann man mehr mitnehmen. Verdammt. Ach, du bist ein Demlack, bist du. Hau ab. So. Da müssen wir mal gucken. La 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 la. Aerial Havoc. Da müssen wir jetzt hin. Havlock. Ich verlaufe mich hier immer. Habe ich damals schon auf der PlayStation 3 auch schon. Es ist die Pflicht jeden Bürgers, verräterische Worte und Taten zu melden. Wo waren wir nochmal? Verdammt. Was kommt heute um 22 Uhr? Heute geht's weiter mit Soma, dem Live-LP. Um 22 Uhr. Also dranbleiben und nichts verpassen. Ja, verdammt, wo ist der denn? Ach, hier. Hallo. Hallo, Corvo. Hallo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier, der Schlüssel für die Luken. Dankeschön. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Wie findest du das neue PlayStation-Version? Finde ich ganz lustig. Jetzt nichts Weltbewegendes, hatte ich vorhin ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Finde ich ganz okay. Ist jetzt nichts, wie gesagt, nicht viele tolle Neuerungen, aber ist ganz lustig. Ich finde die Communities, finde ich ganz lustig. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir jetzt wieder auf der nächsten Mission keinen töten, sondern nur ruhig vorangehen. Ich gehe mal hier weiter.
Lalalala. Outlast? Erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an... Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Durch Schlüsselloch gucken. Was sind das für Geräusche? Hallo? Mach mal lieber die Tür zu, besser ist. Ah, hier geht's wieder nach oben. Ah, okay, cool. So. La 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 la, da lag was, ne? Ja, sehr schön. Weißt du, wie man durch Communities durchsuchen kann? Ja. Bei Freunde und dann müsste bei Communities durchsuchen gehen, glaube ich, oder so. Vielleicht ist es ja schon Outlast 2, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hier wollte ich doch gar nicht hin, verdammt. Abspringen, juhu. Na, soll's doch... Mein Gott, Fall. Und hier ist dann die, und hier sind dann die zwei Generatoren, womit man dann die Pumpe anschmeißt. Outlast 2. Ich trau mich gar nicht ins Wasser zu gehen. Hallo? Ja, willkommen zu Let's Play Live, schon alle neuen Zuschauer, jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Oh. Ciao. Ich geh mal erstmal hier hin. Vitax, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Noch 4 Tage, dann Uncharted. Ja. Mein Corvo. Ich will ja keinen töten, aber ich würde mich jetzt schon gerne mal interessieren, was da hinten ist. Ob die uns bemerken, wenn wir daran vorbeischleichen? Wo ist er hin? So ist er. Aber wo ist der hin? Ja, 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 gleich, gleich, gleich. Alter, hat der mich jetzt erschrocken. Alter Schwede. Meine Güte. Jawohl. Da ist die Rune drin. Nimm die Rune mit. Nimm die Rune mit. La 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 la. Schneicht schon mal. Dum 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 dum. Da können wir jetzt auch wieder gehen, weil ich glaube, hier ist glaube ich nichts mehr, ne, oder? Ne. Ich will raus. So. Können wir uns erstmal wegstecken, können wir erstmal weitergehen. Okay, haben wir schon mal eine Rune gefunden. Pitsche patsche, 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 pitsche patsche. So. Ich will gar nicht im Wasser sein. Huch. Da plöppt auf einmal die Textur auf. Sind wir doch wieder hier? Was? Ach so. Ach, der steht hier rum. Ja. So. Emriel Havelock. So. Corvo. Quatsch mal mit dem. Sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Gemacht, wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten.
geschafft. Bye-bye, Hell. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily bald durch? Gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ich komme gleich nochmal auf die Fragen zurück. Müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Aha, ja. Pendleton war also, kommen wir mal. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Ja, ja, ist klar. So, kommen wir mal erstmal zu der ersten Frage. Flecken Sie das Holz im November? Fallout 4 oder Star Wars Battlefront oder Black Ops 3? Fallout 4 möchte ich gerne haben und Black Ops 3. Battlefront, nein. Bist du bald mit dem Game durch? Nein, wir sind noch relativ ziemlich am, ja, was heißt am Anfang? Wir haben erstmal die erste Mission jetzt erstmal gehabt. Nein, jetzt nicht. Wir hatten jetzt erstmal die erste Mission beendet, also es kommen noch ein paar. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Ja, natürlich hast du Lord Pendleton oft dahin gebracht, denn Golden Cat ist ein Bordell. Und da gehen wir jetzt hin, gemeinsam. Wir gehen ins Bordell, wir gehen ins Bordell, wir gehen ins Bordell, denn da bin ich immer schnell. Wir gehen ins Bordell, wir gehen ins Bordell. Hallo Frogbender, willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Zwei Betäubungsbolzen hätte ich noch gekauft. Stimmt, wir haben ja zwei verbraucht. Verdammt, Mist. Ah, egal. La 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 la. Wir gehen ins Bordell, denn da ist immer hell. Wir gehen ins Bordell, denn da ist immer hell. So, Ladebildschirmspiel lädt und lädt und lädt und lädt. Jetzt sind wir wieder in dem Bezirk, ne? Ich glaube, ja. Ja. Ich werde Sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corbo. Das ist gut. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Ja, sehr schön. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Waffen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Gut zu wissen. Ich weiß, dass Emily Dankeschön. Ihnen viel bedeuten muss. Bist du auch an dem Gehen interessiert? Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Bist du auch an dem Gehen zurück in die Zukunft? Das Spiel interessiert? Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Ich hatte da ein paar Sachen mal drüber gelesen, aber ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das Spiel angeht. Ich habe auch so viele Infos mir darüber gar nicht eingeholt. Mit Fallout hat es ja genug zu tun. Wird 400 plus, ne, Flexi? Achso, ja. 400, über 400 Stunden, ja. So, Chaosfaktor, deine Handlung beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes. Tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Kann es sein, dass es jetzt erst losgeht? Mit den, Handlungen? Weil wir das jetzt erst zu Gesicht bekommen, die Info? Naja, ist schon mal gut, dass wir es wissen. Okay. Eine Selbstschussanlage haben die jetzt hier gebaut. Oh, der geht pinkeln. Schnell. Iii. Der pinkelt ja wirklich.
La 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 la. Ich glaube, wenn wir die im Wasser werfen, dann sterben die auch. Dann zählt das auch als eliminiert. Deswegen legen wir den mal hier hin. Hier findet den schon keiner. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen, was wir tun. Weil jetzt ist es, glaube ich... Oh, was ist das denn? Ist das ein Spielfehler? Nein, ich glaube nicht, oder? Was? Hä? Wo? Wer sieht uns denn da die ganze Zeit? Wer? Hä? Ach, da oben. Ah, wir haben eine Karte, okay. Ach so. Alter, so 900 Follower. Ja, ist unglaublich. Vielen lieben Dank, das habe ich nur euch zu verdanken. Achtung, Bürger von Dandor. Alle Personen mit Informationen zum Tod der Oberaufsichtsstation. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw, okay. Will mit dir reden. Ja, lass uns mal reden. Schläger. Der heißt Schläger mit Vornamen. Können wir den mal klauen? Was für ein Chaos. Die Stadt geht zugrunde. Ich würde den gerne beklauen. Die Wache auf. Keinen Respekt vor dem Gesetz. Da müssen wir dann feiern, dann der 900 Follower. Also ich was? Boah, ich muss so aufpassen, ne? Also Follower habe ich, glaube ich, noch nie so auf Twitch gefeiert, aber wenn, dann würde ich bei Twitch, glaube ich, eher so die 1000. Das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Fletcher. Er will reden. In der Destillerie. Schön. Wenn du nach Fletcher suchst, der ist in der Destillerie. Natürlich gehen wir in die Destillerie. Weil ich würde gerne doch schon lieber die 1000 würde ich gerne feiern. Ich meine, ich feiere jeden Einzelnen, ne? Alle 900 Follower kommen zu Flexis Haus und jeder bringt Partyzeug mit. Ich glaube, das wird eine Party, die ich, glaube ich, nie vergessen werde dann. Und die wird, glaube ich, so aus dem Ruder laufen, weil 900 Leute sind schon verdammt viel. So. Ich bleib mal hier oben. Du betrittst neutrales Gebiet. Ah, ja, das ist schon mal sehr gut. Aber hier war irgendwas gerade mit Rune. Ach, halt die Schnauze, du gehst mal auf den Sender. Rede ich mit dir? Projekt X-Party, confirmed. Ja, von wegen. So, neutrales Gebiet, ne? Okay, dann schauen wir doch mal. Dann dürfte mir hier eigentlich nichts passieren, ne? So, dann machen wir für YouTube, machen wir am besten hier bei Keep Out. Machen wir jetzt eine kleine Pause für YouTube, also bis gleich.